Neptun steht wieder. Ja! Captain Kirk auf den Beinen. Ach, da brüllt schon wieder einer. Stop me now! Don't stop me now! Don't stop me now! Hallo, lass mal los! Stopp mich nicht jetzt. Na, fängst schon wieder an rumzuhängen, hä? Hä? Fängst schon wieder an rumzuhängen. Nee, nee, geht. Ja, sagst du jetzt. Also noch. Ach, der Dude, alter Phaser-Gerät, ne? Wollen wir mal austesten, jeden da. Wo sind wir denn da? Ja. Eine Leiter. Ja, 938, das ist. Ja, entschuldige, ich muss gerade einen Diagnosetest machen. Ah, ja. Eine Leiter, das ist immer sehr toll bei Star Trek. Ja. Musik ist ein bisschen ein Stück, muss ich gleich mal ein bisschen leiser machen. Ja. Ich wollte gerade schon. Ich stell mich mit der Fress davor. Es ist so nicht zu glauben. Trönchen! Ah, hol sie dir. Ist. Hä? Was denn? Was hat mich da jetzt gekillt? Ich hoffe nicht, dass ich das war. Du warst nicht vorne an der Brücke, oder? Hast du eine Granate geschmissen? Nee, ich habe eigentlich nur einen aufgeladenen Phaserschuss gemacht. Das war dann wahrscheinlich ähnlich. Komm zu mir, mein Freund. Doppelbetäubung. Komm, lass ihn los. Irgendwie ist die Mine weg. Da haben wir die nicht ausgelöst. Die kommt da oben erst. Bist du sicher? Ja, ich bin da oben in die Mine gelaufen. Stimmt. Aber die ist doch... Kann die Mine eigentlich auch betäuben? Things are getting a little crazy down here. Ach, da links war die! Ja. Ich hab gedacht, die wäre rechts wie die andere. So, die. Bring mal meine Skill da bitte wieder online. Alter. Hast du eine hast du unser Dröhnchen? Ich hab beide. Super. Ich wäre nur sehr dankbar, wenn die nicht dauernd in meinen Schuss fliegen würde. Tschüss! Du wärst einer Drohne dankbar? Ja klar! Das ist unsere Drohne! Das ist eure Bock! Nein! 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 Du brauchst eine so relativ hohe Linie. Ja, ich brauche jetzt erstmal leisere Musik, weil sonst hören die Leute nicht. Das ist so kein Zufall. Mich? Mich hört man immer! Warum auch immer das schon wieder auf maximale Einstellung war. Kinder, komm zu mir! Man, I need your help with this system. Ja! Man, I need your help! Ja, ich bin gerade beschäftigt. Ich muss jetzt mal gerade 2 Minuten, was das? Spock, I need your help. I can't crack this system alone. Der hält die Fresse nicht, ne? So. Da ist er ja, der Spockel. Passt. Ja, nein, doch, ja. Ein hervorragender Einstieg. Ich weiß. Das gefällt mir nicht. That's a gas. Achso, das soll ein Impfstoff sein. Achso. Ah, Blitzgenesung. They've been incapacitated, Mr. Scott. No, really, sir, but they definitely don't like it. Okay. Huch! Ich hab mich grad von der Drohne erschreckt. Und jetzt? Jetzt hol ich erstmal eine Betäubungsgranate. Ich nicht. Drohne! Lass mich bitte durch. Willst du mich? Danke. Ich verpiss mich mal nach unten mit der Leiter. Ich komme.
Speicherpunkt. Ach, da kommt er. Ja. Viecher. Wieso? Ich höre sie zumindest. Da sind sie. Ups. Also tötet dich der Schuss schon mal eigentlich nicht? Ach. Gut ab. Over here. Jo. Over here. Pille, halt die Fresse. Whoa, that's getting too close for comfort. Watch those doors. I think we pissed them off. Ach, Mann. Ich mach schon mal Kaffee, ne? Ja, ja. Das interessiert dir nicht, dass der angegriffen wird. Ach, Quatsch. Wenn es das gewesen sein soll, ne? Sie haben dafür ein Lulli-Spiel gekauft. Ja. Warum? Leichenschändung! Ja, was nun? Da war doch schon wieder einer unterwegs. Da kommen wir noch mehr, okay. Ja, geh mir in den Schoß, das ist immer die beste Idee. Ach, du bist schon draußen. Ich nö. Hä? Ach, das ist ein anderer, okay, der sieht nur so blau aus. Ach, Sniper, so. Oh. Sniper, Sniper, Sniper. Ohne. Ja. Hast du? Nur nicht jetzt, oder? Ja, hab ich. Drohne, die Drohne ist unser. Die muss man kommt heilen. Schnell komm. Zurück zur Pille. Schaff mal was. Hä? Nee, das war's noch nicht. Obwohl, ich hab meinen Marker auf. Doch. Hä? Ihr Partner wartet auf sie. Oh mein Gott. Mr. Sully, you ready to go? Ready, sir. Waiting on your command. Do it. I'll stay here and look after the injured. You do what you need to do. So lange wie wir gebraucht haben, da hätten die Dr. Schiff Thema zerstört. He wants you to give him control of the ship. Do not harm her. Spock, it could be a trap. If Lieutenant Uhura is... Don't worry, Spock. We'll get her back. Okay. Hey, da war doch das Rotlichtviertel vorhin. Stimmt. Ja, ist wahrscheinlich schon aufgeräumt worden vom Ordnungsamt. Hm. Auszeichnung. Cool. Wir haben beide Missionen. Wir sind cool. Ja. 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 You want control? I'll give you control. Captain, that is inadvisable. Don't worry, I got this. Huh? Ja, mei. Haben wir da was zu tun? Oh, scheint so. Aber was? Oh, scheiße mit den Steuern. Ui. Profi. Ich glaube, der Plan ist nicht so ganz. Achso. Da entsteht jetzt gleich ein Vakuum, hätte ich gesagt. Personnel report to stations. Ich hab mal gehört, dass in so einer Situation eher eine Implosion stattfindet. An hour, maybe less. It's hard to know for sure, Commander. Do you really think going to that ship is the best option? You've seen what those things are capable of. The Gorn cannot be allowed to control the Helios device. Securing it and Tamar are the only way to assure the safety of the Federation.
Then promise me you'll be careful. I will do my best. No time for long goodbyes. Don't you worry, sir. The crew and I will hold off those bloody lizard ships until you come back. Nein. Nein. Ach, ist ja auch zu schön gewesen. Ist natürlich direkt wieder mehr Verkehr als im Berufsverkehr auf der A5. A3. Der schlimmer. Nee. Ja, bei euch vielleicht, aber nicht ja, hier. Ja, nee, Frankfurt nein. Nein, nein, die A5 ist schlimmst. Und... Das ging ja. Ja, ausnahmsweise mal. Ausnahmsweise. Das heißt, jetzt wird's erst richtig schlimm. Wahrscheinlich müssen wir die Landung kriegen oder so. Das geht schon los. Naja. Und jetzt? Ach, machen wir sie erst da. Erstmal Käffchen. Where are we? The ship appears to have a double hull. Mr. Sulu's torpedo strike may have only punctured the outer layer. We need to find another way in. The Gorn will use all available resources to search for intruders. It would be highly advantageous if we could avoid detection. Ja, Stealth. Mhm. Wie jetzt funktioniert die meine Dreckswaffe nicht? Er will, dass wir im Stealth bleiben. Der will so einiges. Drohne ist. Die auch. Zwei Drohnen haben wir. Dritte Drohne. Sauber. Ich wollte gerade mit Q in Deckung gehen. Das ist aber Max Payne 3. Achso. Ist auch Third Person. Deswegen. Let's go! Interessanterweise hat man jetzt schon wieder gar nichts mehr vom Spiel. Ich höre die zwei schnaufen. Ja. Warten Sie. Ah. Drohne! Thank you, Lieutenant. You will need to destroy the whole ship. Hallo? Sie geht bestimmt auf, wenn das Gespräch rum ist. Nee, ich hab ein anderes. Achso, das jetzt, ist wie meinst du schon schwer durch. Huch! Vorsicht, Alarmanlage. Nee, ist es gar nicht, oder? Nee, war keine. Ich geh mal da runter. Ich auch. Auf der anderen Seite. Und ich mach erstmal wieder die Musik lauter. Ach, das ist doch alles nix. Bei mir geht's schon mal nicht weiter. Bei dir? Weiß ich noch nicht. Ich muss gerade arbeiten. Schauen wir mal. Ich hab hier ein Umgehungsding. Ich guck mal mit. Ging das bei mir gerade auch schon? Keine Ahnung. Ich guck mal nach. Nicht mit F die Leiter benutzen. E. Mit F rennt man. Ich nicht. Ich schau, ich hab's auf Standard gelassen, alles. So, ich hab irgendwas umgangen. Weiß auch nicht was. Und ich kann meinen Phaser wieder mal aufwerten. Ich kann ja nichts umgehen, also. Da führt zwar irgendein Stecker rein, aber das bringt mir nichts. Ja. Wo sprintest du? Umschalt. Hm. Ah, das können wir unseren Stealth gut gebrauchen. Ich kann jetzt Tote tarnen. Ups. Ich hab eine Drohne. So, das werde ich direkt mal ausprobieren. Ne,
da passiert nichts momentan. Ah, leckt's mir doch am Arsch. Ausgeschaltet. Oh, oh, Drohne. Also mir auf jeden Fall. Nein, die Drohne ist down. Ich hab ne neue. Wo bist du? Ich hab Probleme und du, Ich bin hier am Arbeiten. Stealth hat sich damit auch erledigt. Ja, ja. Ich hab uns doch verletzten. Was hätte ich denn machen sollen? Ich bin da, wo wir hin müssen. Grünchen. Jedes Tönchen gibt ein Dröhnchen. So, ja. Ich habe eine Leiche dematerialisiert. Und ich habe einen Ausgang gefunden. Wobei, Ausgang. Voll cool. Hallo. Hi. Geh auf, du Scheißtür. Ist doch bestimmt schon wieder irgendwo eine Steuerkonsole. Ja, da geht's doch schon los. Probieren wir es mal mit der da drin. Ah, wie kommen wir hin? Hier geht's weiter. Was denn? Warte mal, ich bin hier am Arbeiten. Okay. Mach mal die Tür auf. Also ich bin rechts davon. Und da scheint's nicht allzu weit weit zu gehen. Deswegen mach ich jetzt die Tür auf. Ja, hier ist Feierabend. Ne, warte mal, hier gibt's auch noch so eine Konsole. Die ich nicht benutzen kann. Okay. Schon wieder ein Dröhnchen, das gibt's ja nicht.